An einem Spätnachmittag im Oktober kam ich am Bahnhof in St. Brauren an, Herr Kommissar. Trauli wartete bereits mit den anderen auf den Zug aus Frankfurt. Achtung, meine Damen und Herren. Der Intercity-Express Konrad Halber von Basel über Frankfurt, Nidderau, Köln, Hannover nach Hasselburg fällt heute aus. Grund dafür sind Schneeverwehungen auf den Gleisen. Ich wiederhole, der Intercity-Express Konrad Halber von Basel über Frankfurt, Nidderau, Köln, Hannover nach Hasselburg fällt heute aus. Grund dafür sind Schneeverwehungen auf den Gleisen. Oh, Scheiße. Okay. Wie? Kommt der jetzt gar nimmer? Na, aber du hörst doch, was los ist. Drei Schneeflocken und der Zug fällt aus. Ach, du wartet doch mal ab, Leute. Wir wissen doch noch gar nicht, was da los ist. Ich rufe am besten mal Thomas an. Der ist doch mit den anderen in Frankfurt. Die wollen doch gemeinsam hier hochfahren. Gute Idee, Mike. Mach das mal. Ja, es klingelt. Schalte mal den Verstärker an, damit wir mithören können. Thomas, bist du das? Hier ist Admin Mike. Ja, hi, mein Lieber. Du, wir sind immer noch am Frankfurter Bahnhof. Hier geht gar nichts mehr. Das totale Chaos, sag ich dir. Dann kommt ihr heute nicht mehr? Keine Chance, mein Lieber. Hier fahren weder Busse noch Bahnen. Der Schneesturm ist ein richtiges Monster. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Passt bloß auf, dass ihr es rechtzeitig zum Schlosshotel schafft. Das Wetter soll zu euch hochziehen. Ich muss jetzt Schluss machen, sonst verliere ich hier meine Leute aus den Augen. Die Bahn will uns irgendwo eine Unterkunft besorgen. Ich wäre lieber bei euch. Meld mich aber nachher nochmal, sobald ich mehr weiß. Mach's gut. Ade, Party im Schlosshotel. Das ist aber ärgerlich. Ach kommt schon, Leute. Wir lassen uns doch die Laune nicht vermiesen. Wir sind immerhin zu acht. Das wird zwar keine Riesenparty mehr, aber ein gemütlicher Abend wird es allemal. Was meint ihr? Ja, das hört sich gut an. Mike, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Darum bin ich ja auch der Admin. Wir beide sind Admins. In einer der besten Hörspielgruppe der Welt. Und unser Motto ist... Ein Leben ohne Hörspiele. Kann man machen, muss man nicht. Jetzt müsste nur noch der depperte Bus kommen. Na, wenn man vom Teufel spricht. Also los, zum Bus. Lass nichts liegen. Seid ihr diese Leute mit dem Hörschaden? Tja, wir sind eine Hörspiel-Fangruppe. In gewisser Weise, also, ja. Dann alles einsteigen. Wir müssen los, das Wetter ändert sich. Du meine Güte, was sieht der denn aus? Ein buckeliger Busfahrer mit lauter Brandnarben im Gesicht. Ich habe noch nie einen so hässlichen Menschen gesehen. Ulla, das sagt man aber nicht. Für sein Aussehen kann der Mann doch nichts. Oh. Sieht aus wie Quasimodo. Er soll nicht gut aussehen, er soll nur gut fahren. Genau. Denn fürs gute Aussehen habt ihr ja auch mich. Nicht wahr, Ulla, meine Süße? Ja, schon klar. Admin Mike, spielst du uns was auf der Gitarre vor? Ja, wenn ich nicht alleine singen muss. Oh ja. Supi. Aber nicht so laut klimpern. Ich muss mich bei der Fahrt konzentrieren. Ja gut, ich verspreche auf meiner Gitarre nicht zu laut zu klimpern. Das mache ich eh nicht auf ihr. Los, das Wetter schlägt um. Wir verließen den Ort St. Brauren und fuhren in die Berge, Herr Kommissar. Es wurde langsam dunkel und es hatte angefangen zu schneien. Doch wir waren guter Dinge und ausgelassen wie Kinder auf einen Schulausflug. Gangster und Ganoven, seid besser auf der Hut. Es gibt einen Ermittler, der kann das richtig gut. Der Hörspielkommissar, der Hörspielkommissar. Fehler 1, 2, 7, 4, dann hilft er dir. Der Hörspielkommissar, der Hörspielkommissar. Fehler 1, 2, 7, 3, dann hilft er dir. Das muss doch auf 4 enden. Sonst können Sie hier. Hat noch jemand einen Reiter? Nein, danke, Hans-Jürgen. Aber ich hätte gerne noch ein hartgekochtes Ei, wenn noch eins da ist. Bitte. Danke. Ist da noch ein Piccolöchen? Also ein kleiner Piccolo? Oh, ich will auch noch ein. Sag mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ist das Schloss so weit weg? Bei dem Schneetreiben sehe ich gar nichts. Ja, ein Wunder, dass der Fahrer überhaupt noch was sieht. Alles schwarz bis auf die Schneeflocken. Von hier hinten aus könnte man meinen, der rasende Falke springt in den Hyperraum. Ich glaube, wir müssen bald da sein.
Ich habe das vorhin mal gegoogelt und da konnte man sehen... Los, alles aussteigen. Die Fahrt endet hier. Was? Hier? Hier ist doch nichts. Wo soll denn bitte das Schloss sein? Das Schloss ist auf einer Anhöhe hinter den Bäumen dort. Der Weg führt in einem Bogen an dem Wäldchen vorbei. Aber bei diesem Wetter komme ich da mit dem Bus nicht hoch. Der Schnee liegt zu tief. Ihr werdet zu Fuß weiterlaufen müssen. Zu Fuß? Bei diesem Wetter? Oh, sind Mann. Sie deppert? Oh nee, da sind wir ja ein paar Minuten erfroren. Es ist nicht weit. Höchstens 10 Minuten. Oh, bis dahin sind wir alle Eiszapfen. Oder? Ihr fahrt mit mir weiter in den nächsten Ort. Auf keinen Fall. Also gut, Leute, was meint ihr? Wir haben doch alle Winterklamotten und dicke Stiefel an. Das schaffen wir doch. Wir wollen doch eh ein kleines Abenteuer erleben. Abenteuer? Ja, also ich weiß nicht. Ach, Hans-Jürgen. Sei nicht so ein Schisser. Schisser? Ihr könnt noch eine Taschenlampe haben, damit ihr den Weg findet. Na dann, alles raus. Rudi, gibst du mir mal meinen Rucksack? Es ist der Rote da. Dieser hier? Ja, bitte. Danke. Hans-Jürgen? Wie? Geh, sei so lieb und nimmst mal Taschen A mit. Naja gut, was hast du denn da drin? Steine? Na, nur was eine Dame von Welt für ein Wochenende so braucht. Tamara, musst du den armen Hans-Jürgen so pflegen? Du weißt schon, dass er total in dich verschossen ist? Na sicher weiß ich das. Aber ich finde, er kann sich schon leicht mehr bemühen, gell? Hier ist die Taschenlampe. Danke. Hören Sie, Sie werden uns doch nach dem Wochenende wieder abholen, oder? Oh ja, ich werde euch holen. Ich werde euch alle holen. Weg ist er. So ein Irrer. Okay, Leute. Seid ihr soweit? Dann geht's jetzt los. Ich gehe mit der Taschenlampe voran und ihr folgt mir dann. Bildet eine Reihe, damit wir keinen verlieren. Admin Mike, du bist die Nachhut. Geht klar, aber wer ist gut? Ich wünschte nur, wir hätten mehr Licht. Mensch, Rudi, Licht. Unsere Smartphones haben doch eine Taschenlampenfunktion. Los, macht alle eure Handys an. Schon besser. Dann also los, bevor die Wölfe kommen. Wölfe? Was denn für Wölfe? Das ist so ein Quatsch. Hier gibt es keine Wölfe. Nicht mehr, seit der Braunbär wieder angesiedelt wurde. Vor dem haben die Wölfe Angst. Braunbär? Ich will hier nicht sein. Ich will hier weg. Ach, Hans-Jürgen. Du bist so ein Schisser. Die Jungs nehmen dich doch nur auf den Arm. Gibt es weder Wölfe noch Bären. Sicher? Na klar, du wirst sehen. In 10 Minuten sind wir im Schloss und können uns aufwärmen. Das wird bestimmt noch ein gemütlicher Abend. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Wie weit ist es denn noch? Wir sollten eigentlich gleich da sein. Ah! Seht mal, da ist es ja. So ein dunkler Klotz. Das sieht ja aus wie Schloss Dracula. Ja, cool, oder? Richtig authentisch. Wir sollten nachher mal ein Gruselhörspiel hören. Da ist alles dunkel. Ob die schon schlafen? Es ist doch noch früh. Mir gefällt das alles nicht. Bei mir auch nicht. Habt ihr etwa Angst? Da brennt ein Licht. Das muss der Eingang sein. Ist das etwa eine Gaslaterne? Oh. Die werden doch hoffentlich Strom haben. Mein Akku ist fast auf Null. Natürlich, das ist doch ein Hotel. Ja, nun läute doch mal bitte. Hier gibt es anscheinend keine Klingel. Nur einen großen Türklopfer. Na, dann klopf doch halt. Nichts. Dann gleich nochmal. Immer noch nichts. Hallo? Hallo, ist da jemand? Das Geräusch hätte doch Tote aufwecken müssen. Sag sowas nicht. Hallo, ist da jemand, der uns bitte mal aufmachen kann? Wir erfrieren hier langsam. Da tut sich nichts. Ja, und jetzt?
Probier doch mal, ob es überhaupt abgeschlossen ist. Du hattest recht. Sie war unverschlossen. Na, dann nichts wie rein in die gute Stube. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Hallo? Hallo? Ah. Oh. Das ist die Echo-Halle. Dann wollen wir das blaue Phantom mal fragen, ob wir einchecken können. Dort scheint die Rezeption zu sein. Da ist keiner. Auf Deutsch, die ist verwaist. Keiner da in Kanada. Und jetzt? Hier ist wohl schon Feierabend. Dann sehen wir uns eben erstmal um. Wir werden schon jemanden finden hier. Aber was meint ihr? Hier unten oder sollen wir erstmal die große Treppe hinauf? Rolli, was ist los? Ich wäre fast durch eine Falltür gefallen. Hier, seht mal, direkt vor der Treppe. Eine Falltür? Tatsächlich. Hier, seht. Der Riegel hat sich gelöst. Ich mache ihn wieder fest. So. Jetzt kann nichts mehr passieren. Herrje, wer kommt denn auch bitte auf die idiotische Idee, eine Falltür mitten in ein Schlosshotel zu bauen? Das ist ja lebensgefährlich. Hey Leute, schaut mal. Ich habe was entdeckt. Was denn? Da hinten am Ende des Ganges kommt Licht durch den Türspalt. Da scheint jemand zu sein. Ja, wo denn? Ach, da? Meinst du, wir sollten da mal nachschauen? Ist doch besser, als hier auf dem Flur zu stehen, oder? Du hast recht, Tina. Wir sollten es da mal probieren. Trauli, geht's wieder? Ja, ich habe nur einen Schreck bekommen. Auch hier im Gang. Gaslaternen. Ah, du könntest recht mit deiner Vermutung haben. Das Schloss ist sehr abgelegen und alt. Na, vielleicht ist es nie am Stromnetz angeschlossen worden. Da wären wir. Eine hohe Doppeltür. Sollen wir anklopfen? Ach nein, wir probieren es einfach. Schließlich haben wir ja gebucht. Oh! Ein Kamin! Das scheint ein Jagdzimmer zu sein. Zimmer? Es ist schon eher ein Saal. Und schaut euch die Trophäen an den Wänden an. Und die Waffen. Und da ist auch dein Bär, Hans-Jürgen. Der kann ja nichts mehr tun. Der ist schon lange tot und ausgestopft. Schaut euch lieber die schönen Sessel am Kamin an. Und riecht ihr das? Da ist ein gedeckter Tisch. Das für uns ist? Guten Abend. Guten Abend. Verzeihen Sie bitte, wir hatten Sie gar nicht bemerkt. Aber, es gibt nichts zu verzeihen. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Gräfin Carlotta von Mausheim. Von Mausheim? Ah, dann sind Sie die Besitzerin des Schlosses. Aber gewiss. Wir wussten gar nicht, dass das Schloss noch in Familienbesitz ist. Ah, schon seit Jahrhunderten. Ich habe Sie bereits erwartet. Und mir erlaubt, ein kleines Mahl vorzubereiten. Sie müssen hungrig und halb erfroren sein. Bitte, langen Sie zu und stärken Sie Ihr Blut. Ja, wenn das so schmeckt, wie es riecht, dann lassen wir uns das nicht zweimal sagen. Wollen Sie sich nicht zu uns gesellen, Gräfin? Das wäre uns eine Ehre. Verzeihen Sie. Aber ich habe noch einige Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss. Es ist außerdem noch etwas zu früh für mich zu speisen. Ich gebe später noch ein Gastmahl für ein paar gute Freunde von mir. Ah, dann lernen wir vielleicht auch ein paar von Ihren Freunden kennen. Ja, nicht ausgeschlossen, dass wir sie aufsuchen werden. Die meisten meiner Freunde sind schon sehr betagt und freuen sich immer über junges Blut. Also bis nachher. Was sagt man dazu? Eine waschechte Gräfin. Toto, du hättest sie fragen können, wo es hier eine Steckdose gibt. Man fragt doch eine Gräfin nicht, wo sie ihr Döschen hat. Gute Idee, Tina. Hallo, hallo Gräfin. Leute? Könnt ihr mal bitte kommen? Und euch das mal bitte ansehen? Wieso? Was ist denn? Ja, schaut euch das mal an. Wie erwartet. Eine Küche. Ja, aber in dieser Küche hat doch bestimmt seit 100 Jahren keiner mehr gekocht. Die Frau des Hauses muss eine Schlampe sein.
Überall liegt der Staub, aber fingerdick. Seit 50 Jahren, würde ich sagen. Tatsächlich, da sind Prielblumen auf den Kacheln. Und die Elektrogeräte sehen aus wie aus meiner Kindheit. In Orange. Das waren die 70er. Elektrogeräte? Ha! Also gibt es Strom? Das will ich gleich mal ausprobieren. Ich probiere mal die Steckdosen. Oh, wo habe ich denn mein Ladekabel? Ah, hier. So, rein in die Buchse. Mist. Da tut sich gar nichts. Die Leitung ist tot. Toto. Ja? Toto, komm mal schnell zurück. Ja gut. Was ist denn? Du hast Spuren im Staub hinterlassen. Ja und? Jetzt klingst du schon wie meine Mutter. Soll ich jetzt wischen? Nein, aber die Gräfin. Die Gräfin ist doch auch durch diese Küche verschwunden. Von ihr gibt es aber keine Spuren. Nicht eine einzige. Die ist auch ein bisschen leichtfüßiger als ich. Aber trotzdem hätte sie doch Spuren hinterlassen müssen. Naja, sie hat ein langes Gewand an. Möglich, dass sie ihre Spuren verwischt hat. Ja, das ist ein alter Indianertrick. Indianer sagt man nicht mehr. Das sind jetzt American... Ach, ist doch wurscht. Lasst uns jetzt lieber was essen, bevor es kalt wird. Es riecht doch so gut. Gräfin und Indianer? Können wir doch nachher auch noch spielen. Natives. American Natives. Ja, also gut, Leute. Ohne Mampf kein Kampf. Und ohne Wein kein Sein. Gut, dann packt mal die Taschen und Jacken erstmal in die Ecke da. Mir wird langsam warm. Tamara, das ist ein Geweih und kein Kleiderhaken. Funktionieren tut's aber ganz gut. Beim gemütlichen Abendessen vergaßen wir schnell die seltsamen Vorgänge des Tages und wir waren wieder ausgelassen und entspannt. Und da sag ich zu ihm, jo, aber nur mit der Originalmusik. Naja, man kann Captain Future doch auch nicht hören ohne die tolle Musik von Christian Bruhn. Eben. Kann ich mal das Salz, bitte? Hier, bitte. Danke. Boah, die Semmelknödel sind der Hit. Ich glaube, ich platz gleich. Mann, bin ich voll. Stimmt, die sind echt lecker. Ola, Schätzchen, ist da noch Wein bei euch? Nein, der ist alle. Hast du nichts mehr? Na, dann hole ich mir eben noch zwei Fläschchen aus dem Keller. Kommt jemand mit? Kein Bedarf, ich trinke keinen Alkohol. Ich auch nicht. Saft schafft Kraft, sagt meine Mama immer. Na, wenn ihr alle nicht wollt, ich glaube, ich könnte heute ein ganzes Fass leer saufen. Dann gehe ich halt alleine. Ja, wo willst du denn hin? Na, durch die Küche. Auf der anderen Seite ist deine Tür. Da wird es wohl in den Keller gehen. Naja, und wo sonst gibt es im Schloss Wein, wenn nicht im Weinkeller? Ich nehme aber die Taschenlampe mit, natürlich. Ja, unser Rudi. Ja, Rudi ist unser Computer. Weil er sich alles merken kann? Nein, weil er ständig abstürzt. Abstürzt ist gut. Oh, sag mal, Mike, kannst du uns nicht was Schönes vorspielen? Es ist gerade so gemütlich. Klar, warum nicht? Ich setze mich aber drüben auf den Sessel beim Kamin. Zweiter Sesselsitzer, ohne Streit. Na, da gehen wir aufs Sofa. Kommst mit, Ulla? Nein, ich bleibe hier noch ein bisschen mit Trauli und Tina am Tisch sitzen. Na, geh. Aber du kommst mit Hans-Jürgen, gell? Gerne. Look at me, and you will see, I'm happy. Look at me, and you will see. Sagt mal, ist euch gar nichts aufgefallen? Aufgefallen? Was meinst du? Was sollte uns aufgefallen sein? Das Essen. Das Essen war super lecker, wenn du mich fragst. Mein Bauch ist kugelrund. Das meine ich nicht. Ist euch nicht aufgefallen, dass für 8 Personen gedeckt war? Ja und? Wir sind doch 8. Ja, aber wir sollten nicht 8, sondern 19 Personen sein. Truppe aus Frankfurt noch mitgerechnet. Aber die sind doch gar nicht gekommen. Eben. Woher hat die Gräfin das gewusst? Hat jemand von euch hier angerufen? Nee, ich hab nicht mal die Nummer. Ach so, du meinst, die Gräfin hätte mit einer viel größeren Gruppe rechnen müssen? Genau. Ah, das hat doch bestimmt nichts zu bedeuten. Ich vermute, dass Thomas hier aus Frankfurt angerufen und storniert hat. Thomas ist mit sowas immer sehr korrekt. Hat er denn die Nummer? Tja, muss er ja wohl. Sie haben Admin Mike erschossen. Ist der tot? Sie haben Admin Mike erschossen. Mike, los, lass uns schnell nach ihm sehen. Nein, er ist nicht tot.
Die Kugel muss ihn an der Schulter erwischt haben. Aber er bewegt sich nicht. Aus dem Weg. Lasst mich mal schauen. Ich bin Spitalschwester. Ein Streifschuss. Es ist nur ein Streifschuss. Aber er hat einen Schock und darum bewegt er sich nicht mehr. Ich muss jetzt zuerst einmal die Blutung stillen. Gebt's mir mal von den Stoffservietten da drüben. Dann mache ich einen Druckverband. Ja, bitte. Die Servietten. So, das müsst erst einmal halten. Helft mal mit, wir wollen ihn aufs Sofa legen. Toto, legst die mal ein Wolldecken über. Armer Admin Mike. Wie konnte das nur passieren? Seht mal, hier, das Jagdgewehr. Es muss von der Wand gefallen sein. Dabei hat sich ein Schuss gelöst. Aber man hängt doch auch kein geladenes Gewehr an die Wand. Das weiß doch jeder. Nein, so ist es nicht gewesen. Was, Ulla? Ich habe es doch genau gesehen. Die Waffe schwebte aus der Halterung, zielte dann auf Admin Mike und dann hat sie geschossen. Ach Ulla, du musst dich täuschen. Waffen schweben nicht einfach in der Luft. Dein Gedächtnis spielt dir einen Streich. In Stresssituationen hat man manchmal das Gefühl, dass sich alles wie in Zeitlupe bewegt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und was ist jetzt mit Mike? Ja, momentan ist er stabil. Aber er müsste dringend in das Spital. Ja, wir brauchen unbedingt Hilfe. Prüft noch mal eure Handys. Kann einer von euch raustelefonieren? Sorry, nein. Mein Akku ist auf null. Die Taschenlampenfunktion hat den Rest rausgelutscht. Ich habe auch null Empfang. Ich habe gar kein Handy. Letzte Chance, Rudi. Wo steckt der eigentlich? Der wollte doch nur eine Flasche Wein besorgen. Der ist ja auch schon ewig weg. Das schmeckt mir gar nicht. Wir sollten ihn suchen gehen. Vielleicht ist ihm was passiert. Oh je, nicht dem auch noch. Toto und ich gehen. Ihr bleibt hier bei Admin Mike. Wir beeilen uns. Toto, nimm den Leuchter mit. Rudi hat ja die Taschenlampe. Wenn's sein muss. Also bis gleich, Leute. Hier ist er langgelaufen. Man sieht deutlich seine Spuren im Staub. Sie führen zur Kellertür. Wie vermute. Alles dunkel. Klar. Hier gibt's kein elektrisches Licht. Wir haben ja die Kerzen. Du leuchtest, ich gehe vor. Ah, Scheiße! Ah! Was ist passiert? Ich bin über einen so blöden Eimer gestolpert. Und er steht aber auch wirklich ungünstig hier. Weg mit dir. Und wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hatte nicht geahnt, dass es hier so viele Gänge und Abzweigungen gibt. Ich vermute, das ganze Schloss ist unterkellert. Wir dürfen uns nur nicht verlaufen. Ich glaube, wir gehen am besten geradeaus weiter. Der Weinkeller kann nicht so weit weg von der Küche sein. Rudi! Rudi! Rudi, bist du hier? Bitte melden! Na, da vorn scheint der Weinkeller zu sein. Komm! Oh mein Gott! Sieh doch! Schnell! Rudi! Er hängt kopfüber in einem Weinfass. Schnell! Wir müssen ihn rausziehen. Er atmet nicht mehr. Er ist tot. Tot? Ja. Ertrunken in einem Fass Amontillado. Welche Ironie. Ich glaube nicht, dass er ertrunken ist. Nicht ertrunken? Aber war doch im Fass, was meinst du? Sieh mal hier. Hier im Hals. Siehst du die beiden Male? Wonach sieht das für dich aus? Sieht aus wie... Nein. Nein, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber sowas gibt's doch nicht. So? Das wollen wir doch mal gleich testen. Siehst du? Ich drücke gegen die Male an seiner Schlagader. Es kommt kein Tropfen Blut. Und was sagt uns das? Als Kenner der Materie? Das sagt mir, dass du zu viele Gruselhörspiele hörst. Vampire, ich bitte dich. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Hast du eine bessere Erklärung? Du musst auch selbst daran denken, oder? Naja. Und was machen wir jetzt? Wollen wir ihn mit hochnehmen? Nein, besser nicht. Die flippen uns doch aus, wenn wir mit einem Toten zurückkommen. Wir lassen ihn hier. Sagen aber, dass wir ihn gefunden haben. Nur von den Bissspuren sagen wir besser nichts, okay? Wenn's sein muss. Wir bitten Tamara, ihn noch einmal zu untersuchen. Sie hat eine medizinische Ausbildung. Vielleicht kann sie feststellen, woran er gestorben ist. Also gut, wenn du meinst. Aber wir decken ihn besser noch zu. Hier, der alte Sack. Den lege ich ihm über den Kopf. Ja, und da ist Taschenlampe. Die nehmen wir auch mit. Thank you.
Na endlich! Wo ist Rudi? Habt ihr ihn nicht gefunden? Doch, schon. Rudi ist tot. Vermutlich hat ihn ein Vampir erwischt. Toto! Ja. Was sagt ihr da? Tot? Trauli meint zwar, dass Tamara sich den Rudi nochmal anschauen soll, aber ich kenne mich mit sowas aus. Kommt alle naslang vor, bei John Sinclair. Rudi ist tot? Aber wo ist er denn? Im Keller. Er ist vermutlich ertrunken. Ein Unfall. Das schaue ich mir an. Okay, ihr anderen bleibt besser hier oben. Ich gehe mit Tamara und Toto. Toto, was suchst du denn in deiner Tasche? Moment. So, das hier. Ein Kreuz? Was soll das denn? Das hilft gegen Vampire. Das ist ein John Sinclair Souvenirkreuz aus dem Romantruhe Online-Shop. Was willst du denn damit ausrichten? Er hat die Symbole der vier heiligen Erzengel. Ja, es ist weder aus Silber noch geweiht. Also gut, von mir aus, wenn du dich dann besser fühlst, tu, was du nicht lassen kannst. Vampire. Echt jetzt? Oh, Scheiße! Ah, nicht schon wieder! Warum steht denn der Eimer hier schon wieder im Weg rum? Ich hatte ihn doch weggekickt. Bist verletzt? Nee, es geht schon. Kommt weiter. Da entlang. Hier vorne liegt er. Er ist weg? Da liegt der alte Sack. Damit haben wir Rudi zugedeckt. Na und wo ist jetzt der Tote? Ganz klar. Untot. Sowas gibt's doch gar nicht. Ich sag ja, Vampire. Na vielleicht war er doch nur bewusstlos und jetzt irrt er hier durchs Gewölbe. Lasst uns erstmal wieder umkehren und mit den anderen beraten, was zu tun ist. Ja, besser ist es. Und ich bleibe dabei. Rudi ist jetzt ein Vampir. Ich muss unbedingt medizinisch versorgt werden. Rudi? Rudi, bist du das? Ja, Ulla. Ich sehne mich nach dir. Rudi, ich dachte, du bist... Ulla, mein Verlangen nach dir ist so groß. Lass mich an deinem weißen Busen lahmen. An meinem weißen... Was? Das gibt eine Anzeige. Ulla, hast du was gesagt? Ja, habt ihr auch eben diese Stimme gehört? Was für eine Stimme? Ich weiß nicht, ich hätte schwören können, ich hätte Rudi gehört. Wir sind alle nervlich angespannt. Da kann sowas schon Psst. Hört ihr das auch? Ja, das sind Schritte. Über uns muss jemand sein. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Jetzt haben die Schritte aufgehört. Da! Jetzt hört man es wieder. Ja, eindeutig Schritte. Aus dem Stockwerk über uns. Hallo? Können Sie uns hören? Wir benötigen dringend Hilfe. Jetzt ist es wieder still. Seltsam. Das ist zu viel. Ich ertrage das nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mama. Tamara! Du hast mich geschlagen. Ja, wenn ein Mann so hysterisch wird, dann bekommt man ihn halt nur mit der Watschen wieder zur Vernunft. Du hast mich geschlagen. Kinder, nun beruhigt euch mal alle wieder. Gewalt ist keine Lösung. Wir haben in unserer Hörspielgruppe überhaupt nur zwei Grundsätze. Und der eine lautet, na? Keine politischen Posts? Nein, der andere. Seid höflich und nett zueinander. Genau, den meine ich. Und schlagen ist nicht nett. Ja. Es tut mir ja leid, aber ja, ich habe überreagiert, ja. Aber bei seinem Geflänne, da hat er mich halt ganz wuschig gemacht. Ja, kommt nicht wieder vor. Das will ich hoffen. Die Schritte haben aufgehört. Ja, also ich fasse mal zusammen. Draußen tobt ein Schneesturm. Wir haben einen Schwerverletzten und einen Mann, der verschwunden ist. Vermutlich tot. Und tot. Unsere Handys funktionieren nicht. Und wir sind... Das kann man wohl so sagen, in einer Bedrohungslage. Und deshalb schlage ich vor, wir teilen uns auf. Du guckst wohl gar keine Horrorfilme, was? Doch, aber wir müssen uns aufteilen. Wir benötigen dringend Hilfe und sollten das Schloss durchsuchen. Admin Mike können wir wohl schlecht mitnehmen. Deshalb schlage ich vor, dass Toto und ich das Schloss durchsuchen und die anderen hier bleiben. Ich komme auch mit.
Das ist doch viel zu gefährlich für ein Mädchen. Mädchen? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Wer hat dich denn bitte rausgeboxt, als dich die Typen am Bahnhof aufmischen wollten? Und was war im Freibad, als die Kinder dich alle ausgelacht haben, weil du so einen kleinen... Ja, schon gut. Dann kommst du halt mit. Also, Tina, Toto und ich gehen. Und Tamara, Ulla und Hans-Jürgen. Ihr bleibt hier und passt auf Admin Mike auf. Und auf unser Gepäck. Und auf euch. Okay? Tina, Toto und Trauli. Das klingt wie eine Jugendbande aus einem Hörspiel. Ja, hoffentlich wird es auch nicht gefährlicher als in einer Jugendserie. Toto, bist du bereit? Bereit, wenn ihr es seid. Hans-Jürgen, pass mir gut auf alle auf. Du bist jetzt der Mann im Haus. Was? Ja, ich bin der Mann. Ich passe auf. Ja, ich bin der Mann. Dann los. Und jetzt? Wo fangen wir an? Na, oben natürlich. Dort, von wo die Schritte gekommen sind. Genau. Ich gehe voran. Verflixte Falltür. Fast hätte es mich zum zweiten Mal erwischt. Ich hatte sie doch verschlossen. Der Riegel hat sich wieder gelöst. Seltsam. Ich mache ihn wieder fest. So. Aber wir sollten trotzdem drum herum laufen. So, und jetzt die Treppe rauf. Wartet mal. Sagt mal, findet ihr nicht, dass es hier komisch riecht? Ja, es riecht irgendwie nach Schwefel. Oh, sorry, Jungs. Das war ich. Ich habe zu viele von den harten Eiern gegessen. Wie? Los, weiter. Ein Gang und überall nur Gaslicht. Sieht aus wie aus einem Edgar-Wallace-Film. Seht euch mal die Bilder an. Ich ahne was. Die Ahnengalerie. Ein paar finstere Gesellen dabei. Hier seht mal, wen ich gefunden habe. Aber das ist ja unsere Gräfin. Tatsächlich. Das Bildnis der Carlotta. Da steht es. Gräfin Carlotta von Mausheim. 1787 bis 1812. Das ist doch wohl hoffentlich ein Scherz. Hat sich gut gehalten, die Dame. Das muss eine Nachfahrin von dieser Carlotta hier sein. Familienähnlichkeit. Ähnlich? Unsere Carlotta sieht genauso aus. Das exakte Ebenbild. Und die Dame trägt sogar das gleiche Gewand. Ja, es sieht aus wie ein Totenhemd. Kombiniere Vampire. Komm, lasst uns weitergehen. Das muss jetzt der Raum sein, der über dem Jagdzimmer liegt, wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht. Mach mal die Tür auf. Oh, die Schlossbibliothek. Fein. Ja, klasse. Lauter alte Bücher. Ja, damit kennst du dich ja aus. Du arbeitest doch in einer Bücherei, oder? Ja, bei einer Kinder- und Jugendabteilung. Da sieht es etwas anders aus. Tja, aber hier ist auch niemand. Wollen wir weitergehen? Warte mal. Hier, die dicke Schwarte, die auf dem Tisch liegt. Ist das eine Bibel? Nein, wie ich gehofft habe. Es ist die Schlosschronik. Was soll uns das nützen? Ah, vielleicht beantwortet es uns ein paar Fragen. Schon möglich. Aber wo willst du anfangen? Zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da steht es. 1806. Vermählung des Grafen von und zu Mausheim mit Carlotta von Klippstein. Das ist sie. Unsere Gräfin. Und was steht da? Warte mal. Ah, okay. Ja, offensichtlich war die Ehe der beiden nicht besonders glücklich. Nicht nur, dass Carlotta ihrem Gatten keine Kinder gebar, sie soll auch kein Kind von Traurigkeit gewesen sein. Hat sich wohl jeden Mann an den Hals geschmissen. Hier, Ritter Gottfried von Gotha, Bertram der bärtige Basler, Rüdiger der Recke vom Rhein. Das klingt ja wie bei Bauer sucht Frau. Ja, da hatte jemand Spaß an Alliteration. Trauli, komm auf den Punkt. Nur die spannenden Sachen. Ja, also irgendwann war es der Graf leid, von seiner Frau Hörner aufgesetzt zu bekommen. Zur Strafe hat er sie irgendwo im Schloss bei lebendigem Leibe eingemauert. Oh, wie furchtbar. Das war damals ein übliches Verfahren. Findet man in vielen Hörspielen. Ja, nur hat unsere Gräfin wohl nicht so schnell beigegeben und ihren Gatten noch beim Eingemauertwerden mit den letzten Atemzügen verflucht. Verständlich. Durchaus üblich. Ja, die Geschichte geht aber noch weiter. Und ab hier wird es Legende. Angeblich soll der Teufel selbst ihr Flehen erhört
und ihr einen Pakt vorgeschlagen haben. Er machte sie zu einer Untoten und sie darf einmal im Jahr ihr finsteres Grab verlassen, um im Schloss ihre Opfer zu suchen. In jeder Nacht muss sie dem Teufel dabei so viele Opfer bringen, wie sie Liebhaber hatte. Und wie viele waren das? Moment. 8. Wir sind 8. Du meinst, die Gräfin schmeißt sich immer noch jedem an den Hals? Nach 200 Jahren? Das ist eine Legende. Solange ich keinen Vampir mit eigenen Augen gesehen habe, glaube ich nicht daran. Steht noch mehr in der Chronik? Na, der Graf kam wohl recht bald nach dem Vorfall auf einer Jagd ums Leben. Und da er keine Kinder hatte, hat das Schloss immer wieder den Besitzer gewechselt. Es gab Gerüchte über eine weiße Frau, die hier ihr Unwesen treiben soll. Und Menschen verschwanden auf geheimnisvolle Weise. Und das letzte Mal wurde das Schloss in den 50er Jahren verkauft. Eine Familie Hoffmann hat das Schloss übernommen, nachdem es lange leer stand. Und ist dann zu einem Hotel umgebaut. Das Paar hatte 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Jungen. Mitte der 70er Jahre reißt die Chronik dann plötzlich ab. Los, lasst uns weiter. Und jetzt? Jetzt schauen wir uns die anderen Zimmer an. Oh, die Türen müssten alle mal dringend geölt werden. Tja, ein Hotelzimmer, bisschen ernüchternd wie. Von einem Schlosshotel hätte ich mir etwas mehr erhofft. Ein Himmelbett und uralte Antiquitäten. Das Schloss wurde in den 50er Jahren umgebaut. Hier sieht's aus wie bei meiner Oma. Doppelbett, Schrank, Nachttisch. Alles sehr funktional und schlicht. Hat sich da nicht etwas bewegt? Im Schrank? Doch, da war was. Puh, okay, Leute. Wir sollten vielleicht nachsehen. Echt jetzt? Ja, aber ganz vorsichtig. Tina, du öffnest gleich den Schrank und springst zur Seite. Ich bewaffne mich hier mit dieser Figur. Die ist aus Bronze und ordentlich schwer. Und Toto, du... Ich habe mein Kreuz. Na gut, seid ihr bereit? Dann los. Nichts. Das nichts. Ich hätte schwören können, dass da was war. Hilfe! Das ist Rudi! Hat er sich unter dem Bett verkrochen? Greif jetzt Claudia an! Jetzt gehörst du mir! Du wirst heute mein erstes Opfer sein! Hilf mir! Hopp auf meiner Brust! Rudi, weg mit dir! Ich hab hier ein Kreuz! Wirf es weg! Wirf es weg! Wegwerfen? Ich bin doch froh, dass ich es habe! Und wenn du nicht sofort von Trauli herunterkommst, brenne ich es dir auf die Stirn! So! Er läuft weg! Schnell hinterher! Nein, warte! Lass uns erstmal Trauli auf die Beine helfen. Trauli? Ist du okay? Mir geht es gut. Ich muss nur erstmal wieder Luft bekommen. Und? Glaubst du jetzt an Vampire? Ja, muss ich wohl. Danke, mein Freund, dass du mich gerettet hast mit deinem Kreuz. Die besten 9,95, die ich je investiert habe. Ja, das muss ich mir unbedingt auch besorgen. Und? Machen wir weiter? Wenn es sein muss. Das kam von unten. Aus dem Jagdzimmer. Da ist was passiert. Schnell! Wir müssen ihnen helfen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Die sind nun aber schon eine ganze Weile weg. Das Schloss ist ja auch groß. Ach, dieses Herumsitzen macht mich ganz nervös. Admin Mike ist stabil und hier passiert weiter nichts, außer dass die Kerzen herunterbrennen. Na, beruhigst dich ein bisschen. Trink doch noch ein Glasel von dem Rotwein. Ich dachte, der wäre alle. Rudi hat doch sowas gesagt. Na, da muss er sich geirrt haben. Hier ist doch noch fast volle Flaschen. Na, da
dann nehme ich gerne noch was. Schenkst du mir was ein? Ja, gerne. Ich nehme auch noch ein. So, bitte. Danke. Mist! Ach, was ist denn passiert? Ach, nichts. Ich habe nur dieses dumme Glas umgekippt. Meine Hand zittert, so als hätte ich gerade Brot gebacken. Na, dann schenke ich dir noch einmal nach, gell? Ah, und ein schmutziges Tischtuch. Das ist doch kein Weltuntergang. Na, vielleicht bist du unterzuckert? Der Stress, gell? Ja, du solltest noch was essen, gerade zum Wein. Ja, vielleicht hast du recht. Ein paar Semmelknödel können mir nicht schaden. Ja, was essen könnte ich auch noch. Na gut, na essen wir noch was. Hans-Jürgen, gibst uns bitte mal die Schüssel mit den Semmelknödeln. Ja, hier, bitte. Bist deppert? Das sind ja menschliche Augen. Die ganze Schüssel voller Augen. Sie glotzen uns an. Schnell weg damit. Aber wie? Jetzt sind es wieder Semmelknödel. Da will uns doch wer in den Wahnsinn treiben. Vielleicht hat man uns Drogen gegeben. Diese OK-Tropfen oder sowas. Nein. Das glaube ich nicht. Seht mal, da passiert schon wieder etwas. Dort, bei der Tür, ein weißer Nebel. Tatsächlich, ein weißer Dunst kommt da unter der Tür hervor. Er verdichtet sich. Eine Gestalt entsteht. Es ist die Gräfin. Die Gräfin. Guten Abend, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt euch gestärkt. Denn jetzt ist es für uns an der Zeit zu speisen. Sie ist ein Vampir! Ein Vampir! Wir sind verloren! Ja! Und mit euch fange ich an! Schnell, wir müssen weg hier! Aber wohin denn? Die Gräfin versperrt uns doch den Weg. Am besten durch die Küche in den Keller. Unter Admin Mike? Los, schnell! Schnappt euch Admin Mike und folgt mir! Ja, aber wohin denn? Hans-Jürgen! Ich muss zu unseren Taschen. Aber da sitzen wir doch in der Falle. Vertraut mir einfach und folgt mir! Also gut. Komm, pass mit an. Alleine kann ich Admin Mike nicht bewegen. Ich werde mich an eurem Blut laben. So, und nun? Legt Admin Mike auf unsere Jacken. Er muss hier doch irgendwo sein. Die Gräfin, sie kommt. Mach das aus. Sie ist weg. Die Gräfin. Sie ist weg. Himmel, Hans-Jürgen. Du hast einen schreienden Wecker dabei. Naja, ich dachte, wir müssen doch morgen früh aufstehen. Und so ein Wecker... Der Wecker hat die Gräfin vertrieben. Heike Diene sei Dank. Hans-Jürgen, wie bist du nur auf den genialen Einfall gekommen? Nun ja, ich... habe den Wecker von meiner Mama bekommen, zum Geburtstag. Aber ich bekomme immer ein bisschen Angst, wenn der so schreit. Deshalb wache ich meistens 5 Minuten eher auf. Ich dachte, vielleicht hat die Gräfin auch Angst, wenn sie das hört. Hans-Jürgen, du bist der Genie. Und mein Held. Du hast mich geküsst. Ja, sicher. Und ich küsse dich gleich nochmal. Dann magst du mich doch? Okay, aber natürlich mag ich dich. Du, ich hab dich immer schon gern gehabt. Sehr gern sogar. Aber ich möchte keinen Freund, der so ein langweiliger Heimschläfer ist. Langweiliger Heim? Aber jetzt bist du mein Held, gell? Held, ja. Ja, ich bin ein Held.
Boah, also hört mal, ihr Turteltäubchen. Ich unterbreche euch ja nur ungern. Aber ich befürchte, dass die Gräfin es noch ein weiteres Mal versuchen wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie ein zweites Mal auf den Wecker hereinfällt. Ja, recht hast. Wir sollten uns bewaffnen. Das Gewehr! Na, das gibt's besser mir. Du weißt doch nicht, was du damit machen sollst, oder? Nein, ja. Besser du nimmst es. Ich nehme mir ein Schwert von der Wand. Oh, ist das schwer. Vielleicht doch besser so eine Axt. Da, sie kommt zurück. Der Türknauf bewegt sich. Na wat, der werde ich eins aufbrennen. Nicht schießen, wir sind es. Na Gott sei Dank. Was war denn los? Wir haben einen fürchterlichen Schrei gehört. Das war Heike Dine. Wer? Die Gräfin war hier und hat uns angegriffen und Hans-Jürgen hat uns gerettet. Hans-Jürgen? Sie ist ein Vampir, ja. Rudi leider auch. Dem sind wir begegnet. Was machen wir denn jetzt? Leute, ich wollte es erst nicht glauben, aber wir haben es hier mit waschechten Vampiren zu tun. Das ist wie in unseren Hörspielen. Wie im Gruselkabinett. Bei John Sinclair, Tony Ballard, der Gruselserie, der alten und der neuen. Wie, Geisterschocker. Geisterschocker. Dreamland-Grusel? Dreamland-Grusel. Der kleine Vampir? Der kleine... Nee, Hans-Jürgen, der ja nun gerade nicht. Schade, den mag ich. Wir brauchen jetzt auch nicht alle Gruselhörspiele aufzuzählen. Überlegt euch lieber, was wir tun können. Was würden unsere Helden aus unseren Hörspielen jetzt tun? Die drei Fragezeichen rufen. Ernsthaft, Leute. Bitte überlegt mal. Was hilft denn gegen Vampire? Sonnenlicht. Richtig, Hans-Jürgen. Darauf setze ich auch. Leider dauert es noch, bis die Sonne aufgeht. Was noch? Weihwasser. Silberkugeln. Haben wir leider beides nicht. Na, mein Kreuz hat doch geholfen. Ja, aber wir haben nur ein Kreuz. Ein Kreuz. Kreuze. Oh Mensch, ich Esel. Natürlich, das ist es. Ich hab die Lösung. Die Kapelle. Ich höre nichts. Nein, nicht so eine Kapelle. Ich meine die Schlosskapelle. Na Leute, das ist doch ein altes Schloss. Also muss es hier doch eine Schlosskapelle geben. Mit Kreuzen an den Wänden und heiligen Bildern und Weihwasser, wenn wir Glück haben. In jedem zweiten Hörspiel retten sich die Menschen vor den Dämonen, indem sie sich in eine Kirche oder Kapelle flüchten und sich unter den Schutz des Kreuzes stellen. Das müssen wir natürlich auch machen. Und wo soll diese Kapelle sein, bitte? Ich habe keine Ahnung. Aber ich, zumindest weiß ich, wie wir es herausbekommen. In der Halle hängt neben der Rezeption ein Übersichtsplan des Schlosses. Da muss die Kapelle doch verzeichnet sein. Super, dann los. Nehmt eure Jacken und alles mit, falls wir nachher schnell raus müssen. Mike, Admin Mike, na, du musst jetzt einmal wach werden. Wir müssen umziehen. Oh, was ist denn, schon Bettzeit? Ja, genau. Wir gehen jetzt alle schön Heidi machen und du kommst einfach mit uns mit, gell? Toto, hilfst du mir? Klar, komm, Alter. Mann, mach dich nicht so schwer. Gnädige Frau, ich muss dich daran erinnern, dass ich meine Grundsätze habe. Ich gehe nie beim ersten Date mit. Ja, Mike ist gut. Die Party geht ja noch weiter. Das ist was anderes. Toto, du bist ein echter Freund. Pass da bloß bei der Treppe mit der Falltür auf. Da wäre ich zweimal fast reingestürzt. So, hier ist die Rezeption. Und da die Tafel. Leuchte mal mit der Taschenlampe. Ja, also wer die Kapelle entdeckt, bekommt ein Hörspiel von mir. Da! Ich habe sie gefunden. Dort oben. Ja, das müsste also da links entlang sein. Dann die kleine Treppe hier rauf und in Richtung Ostturm. Dann rechts. Und schließlich die Tür am Ende des Ganges. Los jetzt! So, hier müsste es sein. Die letzte Tür da, noch 30 Meter. Dann sind wir in Sicherheit. Halt! Ich befehle es! Ihr seid in meiner Gewalt! Bleibt stehen! Von wegen. Los, weg hier! Stehen bleiben, sag ich.
stehen bleiben! Los, meine Kinder! Setzt ihn nach! Fangt sie und saugt sie aus! Los, weiter! Wir schaffen es! Mensch, alter Mann, ist auch kein D-Zug. Wir haben es geschafft! Schnell die Tür! Verdammt, sie klemmt! Helf mir doch mal! Die Vampire kommen! Los, auf drei! Eins, zwei, drei! Wir haben es geschafft! Wir sind in einem Billardzimmer. Oh, na toll. Aber wieso? Ich verstehe nicht. Ja, das Schloss wurde in den 50er Jahren komplett umgebaut. Schon vergessen? Na sauber. Willkommen in einer säkularisierten Welt. Und jetzt? Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Ich nehme jetzt mein Kreuz und halte sie auf. Halt, ihr Kreaturen der Hölle! Ich trage das Zeichen des Herrn in mir. Es bannt euch. Leute, es funktioniert. Die Vampire sind stehen geblieben und kommen nicht weiter. Und jetzt rufe ich die Macht der Erzengel an. Terra pestem teneto. Salus his maneto. Klappt nicht. Na, für 9,95 darf man wohl auch nicht zu viel erwarten. Leute, ich kann sie zwar eine Weile aufhalten, aber ich kann hier nicht den Rest der Nacht stehen. Ihr müsst euch was ausdenken. Trauli, Trauli, wir brauchen dich jetzt. Ich verstehe nicht. Es hätte klappen müssen. Gruselhörspiele funktionieren alle gleich. Trauli, bitte. Wo ist das Feuer in dir? Das Feuer, ja. Wo ist das Feuer? Genau. Das ist es. Wir brauchen Feuer. Du hast die besten Ideen, Tina. Ha, Dämonen aller Art hassen Feuer. Wir müssen uns Fackeln machen. Fackeln? Wie denn? Hier, aus den Billardkühs. Die sind aus Holz. Wir brechen sie einmal in der Mitte durch. So. Ja. Oh, gib mal her das Ding. So geht das. Danke. So, und jetzt brauche ich noch eins von deinen T-Shirts. Mein T-Shirt? Wozu das denn? Ich brauche Baumwollstoff für die Fackel. Mein 3-Fragezeichen-Shirt bekommst du nicht. Das ist vom Live-Event. Hier, bitte. Nimm das. Danke. Das ist ja ein Schlüpper. Na und? Er ist aus Baumwolle. Na gut. Ich wickel ihn hier um das dicke Ende des Köhs. Und jetzt brauche ich... Toto, wo hast du dein Aftershave? Mein Aftershave? Wozu denn das? Das ist in meiner großen Tasche. Im vorderen Fach. Zurück! Zurück, du Mistvieh! Hier, da habe ich es. So wie das riecht, ist das reiner Alkohol. So, und das schütte ich jetzt über deinen Schlüpfer. Warum musst du das so komisch sagen? Es ist peinlich. Ja, nimm den Glaskolben von der Gaslampe ab. Hui, das brennt wie Zunder. Hier, Hans-Jürgen, nimm du die Fackel. Wir machen schnell noch mehr. Ja. Hier ist Rudi. Da bin ich wieder. Habt ihr mich schon vermisst? Das ist Rudi. Er ist durch das Fenster gekommen. Da hat sich Tamara geschnappt. Ulla, mein Schätzchen. Dich werde ich auch noch aussaugen. Aber erstmal ist deine Freundin Tamara dran. Tot zu sein ist komisch. Tot zu sein ist komisch. Lass sie in Ruhe. Das ist meine Freundin. Ich such dir eine andere, du Mistkerl. Was willst du denn, du Wicht? Du bist nicht mehr als ein Haps für mich. Von wegen Haps. Dir werde ich's zeigen. Dir brenne ich die Fackel ins Gesicht. Geh weg damit! Geh weg damit! Weg ist er. Hans-Jürgen, mein Schatz. Du hast mich wieder gerettet. Nun ist Rudi mal richtig abgestürzt. Ah, Leute, der Vorhang hat Feuer gefangen. Schnell, tut doch was. Ich reiß ihn runter. So. Jetzt fängt der Tisch auch noch an zu brennen. Oh, Feuer, wir müssen hier raus. Ich habe langsam die Nase voll. Ich wollte nur einen netten Abend mit meinen Freunden verbringen.
Und dann sind diese dreckigen Vampire gekommen und haben alles verdorben. Hans-Jürgen? Das macht mich richtig wütend. Toto, gib mir das Kreuz. Was willst du denn mit dem? Gib es mir einfach. Da, bitte. So, ihr Mistkerle. Das sind meine Freunde und meine Freundin. Und wir wollten hier nur gemütlich feiern. Aber nein, ihr musstet ja aus euren Gräbern kriechen und uns belästigen. Aber wartet nur, ich schicke euch alle zurück in die Hölle. Ja, genau, zurück mit euch. Die Vampire, sie weichen zurück vor Hans-Jürgen. Sie haben Angst vor ihm. Sie laufen weg. Und Hans-Jürgen hinterher? Hans-Jürgen, was machst du denn? Oh, jetzt ist er auch noch tollkühn geworden. Ah, ich schicke euch in die Hölle. Ich spieße eure Herzen auf. Ich fackel euch alle ab. Ah. Hans-Jürgen! Schnell, bringt euch in Sicherheit. Ich halte sie auf. Hans-Jürgen. Tamara, Hans-Jürgen hat recht. Wir müssen hier weg. Das Feuer breitet sich aus. Wir müssen uns auch um Admin Mike kümmern. Die Sonne geht bald auf. Lass uns doch draußen laufen. Komm, Toto, hilf mir mal mit Mike. Lass alles stehen und liegen. Wir müssen uns beeilen. Bist du verrückt? Ich lass doch meinen Rucksack nicht hier. Da sind meine Tom- und Locke-Kassetten drin. Komm, Tamara, schnell! Hans-Jürgen! Da, die Eingangstür. Wir haben es geschafft. Und die Sonne geht auch schon auf. Oh, schnell. Mach doch auf. Es geht nicht. Sie klemmt. Ist sie verschlossen? Aber sie hat doch gar kein Schloss. Nur den Riegel von innen. Sie geht aber trotzdem nicht auf. Wo wollt ihr denn hin? Habt ihr geglaubt, ihr könntet einfach so gehen? In meinem Schloss bestimme ich, wer geht und wer bleibt. Und mit euch bin ich noch nicht fertig. Ich fange gerade erst an. Ich werde euch alle bis zum letzten Tropfen leer saugen. Die Gräfin. Sie kommt die Treppe herunter. Seht nur ihre spitzen Zähne und die scharfen Krallen. Sie tobt. Sie ist wütend. Schnell, Toto. Wir müssen die Tür aufbrechen. Oh Mann. Es geht doch aber nicht. Gleich hat sie uns. Gleich hat sie uns. Ich werde mich an eurem Blut laben. Die Gräfin. Sie ist durch die Falltür gefallen. Na, so eine dusselige Kuh. Ha, die Tür lässt sich ja jetzt öffnen. Ganz leicht jetzt. Da nichts wie raus. Los, Leute. Es hat aufgehört zu schneien. Und die Sonne geht auf. Die ersten Strahlen kommen durch die Tannen. Hab ich dich endlich. Ula. Das ist Rudi. Er hatte sich im Schatten des Schlosses versteckt und Ulla geschnappt. Hilfe! Endlich, mein Schatz. Sind wir vereint und ich kann dich lass küssen. Lass mich los! Nein, schnell. Lass mich! Wir müssen ihr helfen. Schnappt euch, Rudi. Hilft mir doch. Alle mit an. Tut mir leid, Mike. Wir müssen dich hier kurz im Schnee parken. Zusammen schaffen wir es. Dorthin. In die Sonne. Nein. 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 Staub. Er ist zu Staub zerfallen. Das ist das Ende von Rüdiger Trammel. Wir werden unseren Rudi vermissen. Na, ich sicher nicht. So wie der mich immer angebaggert hat. Tja, eigentlich war er ja auch nur ein stiller Mitleser. Viel gepostet hat er ja nicht. Na, was ist jetzt mit Hans-Jürgen? Ja, und mit Admin Mike. Wir sollten... da brat mir doch einer einen Storch. Seht ihr auch, was ich sehe? Das Schloss ist... Es ist verschwunden. Es ist... Nur noch eine Ruine. Dort. Der Ostturm ist halb eingestürzt.
Und die Mauern sind fast verfallen. Es sieht aus, als wäre es schon vor Jahren vollständig ausgebrannt. Wie ist das nur möglich? Egal. Wir müssen erst einmal nach Admin Mike sehen. Mike, bist du in Ordnung? No, mein Kopf dröhnt. War wohl eine wilde Party, was? Habe ich was verpasst? Ach, nur ein bisschen. Das erzählen wir dir später. Jetzt müssen wir erstmal nach Hans-Jürgen sehen. In den Trümmern des Schlosses liegt meterdick Schnee. Wo willst du ihn suchen? Wir waren im zweiten Stock, als er den Vampiren nachgejagt ist. Hans-Jürgen! Hans-Jürgen! Wo ist er? Wo ist er denn? Tamara, ich fürchte, er hat es nicht geschafft. Oh nein! Oh nein! Hans-Jürgen! Mein Hans-Jürgen! Tut mir leid, ja. Er hat sich für uns alle geopfert. Hans-Jürgen. Es hat sich gezeigt, dass er der tapferste von uns war. Hans-Jürgen. Und der treueste Freund, den man sich wünschen kann. Hilfe! Da! Hans-Jürgen! Schnell, Tina! Er steckt im Schnee fest. Wir ziehen ihn raus. Los, schnell! Ja, ja, helf mir. Es ist so kalt. Gib mir die Hand. So, und jetzt noch. So, jetzt bist du wieder im Land der Lebenden. Danke. Oh, was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Ich bin diesen Monstern hinterhergelaufen. Sie hatten Angst vor meiner Fackel und dem Kreuz. Dann war plötzlich alles schwarz und dann alles weiß und dann weiß ich gar nichts mehr, bis ich euch gehört habe. Mensch, Hans-Jürgen, du hast uns alle gerettet. Du bist unser Held und meine im Besonderen. Dich gebe ich nimmer wieder her. Und wenn das alles hier vorbei ist, gell, dann nehme ich mir ein paar Tage frei und dann komme ich dich zu Hause besuchen. Dann muss ich erst Mama fragen. Nein, ich frage gar nicht erst. Ich bestimme das alleine. Du bist meine Freundin und ganz klar kommst du mich besuchen. Na, Ende gut, alles gut. Was meint ihr? Hört ihr das? Da kommt auch schon die Kavallerie. Keine Minute zu früh. Es dauerte noch eine halbe Stunde, bis der Schneepflug und der Krankenwagen da waren. Mach's gut, Mike. Wir kommen dich nachher in der Klinik besuchen. Versprochen. Hauptsache, ihr bringt meine Gitarre mit. Da ist doch wohl hoffentlich nichts passiert. Ein bisschen Frost, ein bisschen Feuer und ein kräftiger Biss eines Untoten. Ansonsten sollte sie in Ordnung sein. Guten Morgen, die Herrschaften. Sind Sie der Hörspielkommissar? Nein, ich bin nicht der Hörspielkommissar. Ich bin Kommissar Träger. Ich leite den Einsatz hier. Sind Sie diese Facebook-Gruppe, die hier in der alten Schlossruine übernachten wollte? Naja, das sah gestern Abend alles noch ganz anders aus. Aber woher wussten Sie, dass wir hier sind? Ich bin schon seit ein paar Tagen mit meinen Männern auf der Spur eines gemeinen Gewaltverbrechers, der einen Bezug zu dieser Ruine hat. Ach. Das Schloss, müssen Sie wissen, ist vor fast 50 Jahren, Mitte der 70er, abgebrannt. Lange vor meiner Zeit. Dabei sind insgesamt 8 Menschen ums Leben gekommen. 8 Menschen? Ja, leider. 3 Gäste, ein Angestellter und die Eigentümer des Hotels samt ihren Töchtern. Nur der jüngste Spross der Familie hat, übel gezeichnet vom Feuer, überlebt. Er soll ein Schwachsinniger und ein Krüppel gewesen sein. Diese Begriffe verwendet man heute nicht mehr. Ach, egal. Der Junge wurde dann in die Klapsmühle gesteckt, wo er wohl sein ganzes Leben verbracht hat. Jetzt brauchen wir wohl einen Disclaimer. Uiuiui. Der Spross der Familie stand stets unter Verdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben.
Er hat immer was von einer weißen Frau gefaselt, die ihm wohl dazu angestiftet hat. Vermutlich hat er was von der alten Legende des Schlosses aufgeschnappt. Demnach soll hier eine weiße Frau ihr Unwesen treiben. Ach was. Ja, aber ich suche ein ganz irdisches Monster. Der Irre ist vor einer Woche aus seiner Anstalt geflohen und hat dabei einen seiner Wärter schwer verletzt. Die Durchsuchung seiner Zelle war dabei sehr aufschlussreich. Auf seinem Laptop fand man einige Hinweise. Er hat in den letzten Jahren eine Ausbildung zum Webdesigner gemacht. Halt einmal, Sie haben solch einem Irren den Zugang zum Internet gewährt. Ja, warum denn nicht? Das Internet ist doch voll von Irren. Na, das ist auch wieder wahr. Seine Examensarbeit war die Erstellung der Homepage einer fiktiven Eventagentur. Lassen Sie mich raten, Todsicher-Tours? Genau die. Wir haben den E-Mail-Kontakt zu Ihrer Hörspielgruppe gelesen und uns schon unseren Teil gedacht. Als dann vor 3 Tagen der ortsansässige Besitzer eines Reisebürounternehmens tot aufgefunden und ein Bus vermisst wurde, war es eine einfache Rechnung. 2 + 2 = 4. Immer und überall. Und darum sind wir hier. Geht es Ihnen allen gut? Wir vermissen einen Mann. Oh, der könnte ein Opfer des Irren geworden sein. Wir werden nach ihm suchen. Grünwald, lassen Sie hier alles absperren. Die Spusi soll sich mal umsehen. Verstanden, Herr Kommissar. So, ich brauche dann noch von jedem von Ihnen eine protokollierte Aussage. Und ich denke, mit Ihnen fange ich an, junge Dame. Okay. Dann kommen Sie am besten mal hier mit zum Bus. Da ist es wärmer und bequemer. Haben Sie was dagegen, wenn ich ein Tonbandgerät mitlaufen lasse? Ich kann mich dann besser auf Ihre Aussage konzentrieren. Von mir aus? Dann erzählen Sie mir mal die Ereignisse des gestrigen Tages und der Nacht. Fangen Sie am besten ganz von vorne an. An einem Spätnachmittag im Oktober kam ich am Bahnhof in St. Brauren an, Herr Kommissar. Traudi wartete bereits mit den anderen auf den Zug aus Frankfurt. Tja, das war doch wohl unser Ausflug. Was? Es war nicht alles schlecht. Nein, war es nicht. Ich habe meinen Schatz gefunden. Und ich den meinen. Und ich bin meinen Stalker los. Okay, Leute, dann können wir ja gerne noch mal ein Gruppentreffen machen. Denn unser Motto bleibt... Ein Leben ohne Hörspiele kann man machen, muss man nicht. Aber Leute, das nächste Mal bitte mit kleinen 2-Mann-Zelten in einem Ferienlager. Ja, und du, Hans-Jürgen, baust unsere Zelte auf, gell? Die Zelte? Wieso? Ach so, ja, die Zelte. Haben eine neue Nachricht. Nachricht 1, heute, 22.17 Uhr. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal, wenn ich mehr weiß. Ihr werdet es nicht glauben, ganz Frankfurt ist ausgebucht. Die Bahn hat uns jetzt in einem 5-Sterne-Luxushotel untergebracht. Ich habe noch nie so gut gegessen. Und jetzt steigt hier die richtige Riesen-Hörspiel-Party. Wir haben einen extra Raum dafür bekommen. Kerstin und Sascha sind auch schon hier. David und Simon machen hier so eine Art Wetttrinken. Ach ja, und der läuft hier überall rum und erzählt schmutzige Witze. Thomas! Hey, Thomas! Thomas, kennst du schon den mit der nackten Synchronsprecherin im Studio? Ach komm, den hast du mir schon 3-mal erzählt. Ist nicht wahr. Aber der ist gut, oder? Oh, da ist Simeon. Simeon, habe ich dir schon den Witz von der nackten Synchronsprecherin im Studio erzählt? Ich muss jetzt Schluss machen, aber ich denke, ihr habt auch einen netten Abend. Oder? Wir hören wieder voneinander. Ciao, ihr Lieben.
Oh ja, ich werde euch holen. Ich werde euch alle holen. Ha 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 ha